Lichtgeschwindigkeit, meine Lagebesprechung heute Echtzeit. Grüß Gott, liebe Aufrufer, herzlich willkommen. Die tägliche Rundschau. Und zwar, hier ist jetzt heute bei der Berliner Morgenpost aus dem Axel Springer Verlag, der auch die Bildzeitung, die Tageszeitung, die Welt und viele andere Morgen- und Abendposten und so weiter herausgibt. Morgenpost aus Berlin titelt heute Donnerstag, 18. Oktober 2012. Wenn das nicht eine tolle Überschrift ist. Donnerstag hier ganz oben, Überschrift. Berliner Morgenpost. Und die berichtet, der Bundestagswahlkampf in Echtzeit. Nämlich heute im Deutschen Bundestag ein, wenn man so will, Rededuell aus Sicht der Medien zumindest. Denn es haben natürlich viele geredet, aber Duell heißt Duo. Also Merkel kontra Steinmeier, so wird es gesagt. Und dann müssen wir immer denken, ach, das ist ja toll, das ist ja endlich der Wahlkampf wie in Amerika, wie sich diese Hetzmedien das wünschen, ja, eine tolle Duellsituation. Das ist natürlich Schwachsinn. Was ist denn los, wenn Frau Merkel in einer unglaublich heiklen und täglich durch Unterlassen, falsch machen oder richtig machen oder nichts machen, bestimmte Surf-Situationen ist. Ja, hier kommt die Welle. Gehe ich jetzt weiter nach oben oder schwinge ich um, gehe sozusagen über die Linie auf die andere Welle, surfe so und so weiter, dann ist das täglich geistesgegenwärtig High Fidelity. Schlimmer kann es gar nicht sein und da beweist sich dann, wer wirklich ein gutes Händchen hat, wer Gespür hat, wer Bündnisse einschätzen kann, wer Ressourcen kennt. Ja, es ist doch immer sehr materialistisch im Hintergrund, die Wirtschaftsmacht, die Sozialbeziehungen, die Kommunikationsmacht und die Militärmacht und an was alles zu denken ist. Das ist die Bundeskanzlerin, die muss ein Konzept haben, das ist dieses Surfen in der Politik und dann muss sie entscheiden können. Und das sind zweierlei Entscheidungen, nämlich politische Entscheidungen und immer Personalentscheidungen. So, jetzt kommt der Oppositionsklon Steinbrück daher, der hat dazu überhaupt gar nichts mitzubestimmen. Er faselt herum, als seien wir ein Debattierclub. Und das nennen die jetzt hier den Wahlkampf der amerikanischen Güte. Ja, ich nenne es Wahlkrampf. So viel also zur Situation. Frau Merkel hat gesagt, wir werden den Euro zusammen als Europäische Union halten und weiterbringen und da liegt die Zukunft und der Weltfinanzmarkt reagiert darauf. Es ist also nicht die Frage, was wir zu der Situation vor einem halben Jahr gesagt haben oder vor drei Monaten, sondern seit zwei Wochen reagiert der Finanzmarkt und Spanien hat heute seine Staatsanleihen ablösen können. Sie haben ganz gut verkauft, das heißt der Finanzmarkt kaufte spanische Staatsanleihen zu nicht so ungünstigen Bedingungen für Spanien. So, das sind die Aktualitäten von heute. Da hat Herr Steinbrück überhaupt nichts gegen zu Steinmeiern. So, dann möchte ich aber sagen, da ich vom Wahlkampf eher mehr programmorientierte Diskussionen mit Blick auf den nächsten Herbst 2013 habe, frage ich natürlich, was bringen eigentlich die Piraten? Und die Piraten bringen also hier in der Berliner Morgenpost von heute Folgendes. Da unten 45.598 private Schusswaffen in Berlin. So, jetzt kommt das. Die Piraten arbeiten also im Berliner Parlament. Die Hälfte davon gehört Sportschützen. Dunkelziffer kaum schätzbar. Es ist nämlich Folgendes. James Bond-Legende Roger Moore hat Angst vor dem Schießen. Waffen abzufeuern sei für ihn bei den Dreharbeiten das Schwierigste gewesen, sagte der 85-Jährige jetzt. Ich habe es gehasst. Doch was der eine nicht mag, ist für die anderen ein Hobby. So sind in Berlin derzeit 45.598 private Schusswaffen registriert. Knapp die Hälfte davon, 20.981 dieser Waffen, wurden von den 5.334 Sportschützen angemeldet. Das geht aus einer Antwort von Innensenator Frank Henkel. Frank Henkel ist der mit den 10 Zwickauer Mordketten nun inzwischen unmöglich gewordene Innensenator der CDU auf eine parlamentarische Anfrage der Piratenfraktion hervor. 12.625 der Schusswaffen sind auf die knapp 3.400 Jäger in Berlin registriert.
45.598 Schusswaffen. Das macht bei 3.501.900 Einwohner in der Hauptstadt 3.501.900 Einwohner. 3.501.900 Einwohner in der Hauptstadt. 0,013 Waffen pro Person. 0,01. Also 100 Leute haben eine Waffe ungefähr. Bei mir im Haus bin ich schon mit einer Waffe bedroht worden. Also das ist dann der eine. Und die 100 anderen. Ist das nicht toll? Die Piraten haben eine Anfrage gemacht. Stehen in der Zeitung auf Seite 1. Ich breche zusammen, um nicht zu sagen, I break together. Dann wünsche ich jetzt diesen Piraten, die sogar eine Anfrage stellen können im Bundestagswahlkampf, viel Glück beim Urheberrecht, denn bei den Piraten scheint ja das Urheberrecht und die Debatte darum Glückssache zu sein. Man hat immer gesagt, Urheberrecht ist doch reformbedürftig. Jetzt haben sie inzwischen gemerkt, was Urheberrecht eigentlich ist. Nicht, dass sie jetzt juristisch gebildet werden, die Piraten, nein, aber sie haben jetzt gemerkt, Urheberrecht. Das ist zum Beispiel, dass an einer Erfindung, an einer Urheberschaft der Name des Urhebers dran bleibt. Man kann einem Urheber seinen Namen nicht von seiner Erfindung ablösen. Ja, Mozart-Musik, egal was man damit macht, muss immer Mozart heißen. Da haben ja die Piraten gesagt, das sei reformbedürftig, ja, man dürfe Mozart in Zukunft auch Schlömer nennen oder so. Ja, klar, von mir aus, wer nicht Mozart hört, ist das auch scheißegal, das ist mir klar. Aber es ist also der Unterschied zwischen dem Urheberrecht zum amerikanischen Copyright. Und da sieht das nämlich anders aus, insbesondere im Hinblick auf die Folgerechte. Also es geht auch den Piraten um die gewerbliche Nutzungsmöglichkeit, dass nicht durch Geldauflagen, durch Lizenzrecht, die Nutzung von geistigen Gütern verhindert wird. Ja, das ist Folgerecht. Verwertungsrecht. Verwertungsrecht Gesellschaften, GEMA und so weiter. Das stellt aber das Urheberrecht nicht in Frage. Nun gut, also liebe Piraten, im Wahlkampf zwischen Obama und Romney, beziehungsweise zwischen Merkel und Steinbrück, wäre es ganz schön, wenn die Piraten mit Programmdiskussionen in den Wahlkampf kämen, aber dazu müssten sie zumindest erstmal vernünftige Voraussetzungen erfüllen, nämlich dass von dem sie reden, sie auch etwas verstehen. Ja, ich versuche daran zu arbeiten, aber es fällt mir schwer. Also es fällt mir in dem Sinne schwer, dass ich die Lust verliere und ich gebe es ehrlich zu, das ist auch eine Frage der Lust. So, also, Spaß muss sein.